jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir den Blick ins Evangelium werfen, dann sehen wir zwei Abschnitte. Die sind deutlich voneinander abgesetzt. Im ersten Teil des Evangeliums geht es um die Bedingungen der engeren Nachfolge Jesu. Und im zweiten Teil geht der Blick nach rechts und links auf diejenigen, die die Jünger unterstützen und was ihr Lohn ist. Natürlich kann man fragen, passt das denn überhaupt zusammen? Wie kann denn Jesus so zu den Aposteln sprechen? Und wenn er so spricht, heißt das dann, ist es alles Schnee von gestern oder hat das für heute auch noch irgendeine Aussage? Das Erste, was wir, weil das immer mehr verdunstet oder manchmal nicht nur verdunstet innerhalb der Kirche, sondern bewusst dagegen geradezu agitiert wird, dass Jesus in seinen Berufungen Unterschiede macht. Das ist eigentlich so selbstverständlich wie nur irgendetwas, wird aber heute doch weitgehend bestritten. Es gibt eben 12 Apostel und nicht 7.325, die dann vielleicht Jesus irgendwann mal nachgefolgt sind. Es gibt 72 Jünger zusätzlich zu den Aposteln. Daneben gibt es noch Frauen, die Jesus nachfolgen. Und es gibt eine Anhängerschaft, die mal so und mal so ist, die gar nicht mit einer Zahl genannt wird. Also schon im Evangelium, schon im Beginn, haben wir große Unterschiede. Heute meinen wir, wir müssen alle gleich behandeln, sonst hat man gleich eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wenn nicht alle gleich sind. Aber Jesus schert sich nicht um diesen Gerichtshof. Jesus ist der Herr, er kann tun, was er will. Und wenn wir sagen, wie uns Paulus heute in der Lesung zuruft, ihr seid in Christus hineingetauft, dann bekennen wir uns zu ihm als Herr und er ist derjenige, der die Regeln aufstellt. Ende der Diskussion. Das wäre hilfreich, wenn wir das heute in den kirchlichen Papieren auch ernst nehmen. Aber wir merken natürlich, die Diskussion ist nicht zu Ende, wenn wir die Regeln anschauen. Für die engere Nachfolge. Und vielleicht ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass man sozusagen diese besonderen Nachfolger ein bisschen nivelliert und auf das ganze Gottesvolk ausweitet, damit die Regeln für die, die in die engere Nachfolge gerufen sind, nicht so streng ausfallen. Ach, wir verteilen das auf mehrere Schultern, dann haben alle nicht so viel und dann ist gut. So denken wir heute. Aber das ist nicht das Evangelium. Jesus nennt ziemlich scharfe, klare Regeln. Die Eltern zu lieben, mehr als Jesus, kommt nicht in Frage in der engeren Nachfolge. Die eigenen Kinder zu lieben, mehr als Jesus, kommt für die engere Nachfolge nicht in Frage. Wer nicht bereit ist, das Kreuz zu tragen, Fehlanzeige. Wer sein Leben gewinnen will, ebenso Fehlanzeige. Das ist ziemlich scharf und wir können einen Eiertanz darum aufführen, was das denn jetzt konkret bedeutet. Jeder von uns und jede versteht, was das bedeutet. Das muss man noch nicht mal richtig übersetzen. Das ist sonnenklar, was es bedeutet. Man muss es nur verstehen wollen.
Und dann geht Jesus direkt über zu denen, und das finde ich für heute auch sehr interessant, die gar nicht zur engeren Jüngerschaft dazugehören, die vielleicht noch nicht mal Christen sind oder, wie das oft im Evangelium geschieht, noch nicht einmal Juden sind, die einfach nur, ähnlich wie jene Witwe heute aus der ersten Lesung, sagen, das ist, glaube ich, ein heiliger Mann. Lass uns für den was tun. Ich merke das. Alle, die das tun, ganz klein, ein Becher Wasser, bitteschön. Das ist nichts. Aber egal, wer das tut, wird nicht um seinen Lohn kommen. Und wenn wir jetzt einmal ganz ehrlich in uns hineinhören, das muss ich von mir auch sagen, müssen wir dann nicht Jesus fragen, ja, es ist ja sehr schön, dass du so tolle Versprechungen machst für diejenigen, die uns unterstützen. Huh, schön, schön für die Gratulation. Und was mit mir? Was mit uns? Selbst wenn ich bereit bin, diese strengen Regeln, die du aufstellst, zu befolgen, was kriege ich denn dafür? Petrus wird einmal eine solche Frage stellen. Aber hier in unserem Abschnitt taucht sie nicht auf. Und Jesus lässt das mit Absicht weg. Denn was er uns heute sagen will, allen, weil es unterschiedliche Grade der Nachfolge gibt, aber in jedem Grad der Nachfolge gilt diese Weisheit Jesu, gilt die Wahrheit des Evangeliums. Wer um sich selber kreist, wer permanent dieses kleine, mickrige Ego dabei ist, aufzublasen, bis man schon gar keinen Spiegel mehr findet, damit man sich selber anschauen kann, der verfehlt sich. Das muss noch nicht mal Peng machen. Da geht langsam die Luft raus wie aus einem alten Fahrradreifen und ist permanent platt. Das wird nichts mit dem Leben. Dahinter steht letztlich die Frage, wie bin ich denn als Mensch glücklich? Und Jesus gibt darauf eine klare Antwort. Wer um sich selber kreist, verliert sich. Nur der kann sich selber finden, der gründlich lernt, sich zu vergessen. Und wir können drei Bereiche anschauen, die immer in alle Bereiche der Nachfolge gehören. Gebet, Arbeit, Liebe. Im Bereich der Liebe ist es am deutlichsten. Wenn ich verliebt bin und den anderen oder die anderen nur benutze, damit sie mich permanent bestätigt und damit ich mich selber toll finden kann, was ich für eine tolle Ehefrau habe oder einen tollen Ehemann. Das ist Egoismus. Das ist keine Liebe. Aber wenn ich mich im anderen verlieren kann, wenn ich mich an ihm vergesse, sodass wirklich eine Einheit entsteht, das würden wir christlich Liebe nennen. Und deshalb braucht es immer den anderen. Und die Bibel sagt es noch deutlicher, aus aktuellem Anlass muss man es noch einmal in Erinnerung rufen, es ist eben nicht das Gleiche, das man sucht, sondern den Gegenpol. Deshalb hat das Gott in diese Schöpfung eingestiftet. Das ist seine Erfindung. Jetzt kann man sich darüber beschweren und meckern, aber der liebe Gott wird sich etwas dabei gedacht haben, dass es eine Polarität von Mann und Frau gibt. Und dass genau diese Verbindung, die verlässlich ist, so verlässlich wie Gott selber ist, deshalb feiern wir als Katholiken das als Sakrament, dass man sich ein Leben lang aneinander und ineinander verliert, das ist etwas Göttliches. Und so Leben gewinnt. Und nur dies hat Fruchtbarkeit. Und um es nochmal zu sagen, ich habe es diese Woche schon einmal gesagt, es hat mit Diskriminierung nun wirklich gar nichts zu tun. Das ist dieser pseudo-intelligente Mix-up, dass man uns, wenn wir bei unseren Dingen bleiben, wenn wir bei den Plänen Gottes bleiben, uns schnell ein schlechtes Gewissen machen will, dass wir angeblich diskriminieren. Davon ist gar keine Rede. Also bei der Liebe ist es am deutlichsten. Aber auch bei der Arbeit. Wenn Sie ganz bei der Sache sind und plötzlich merken, es ist schon spät geworden, dann haben Sie sich darin verloren. Sie haben sich ganz hingegeben. Und das sind vielleicht die Tage, wo wir abends müde ins Bett fallen und sagen, ich bin zwar kaputt, aber eigentlich war es ein guter Tag.
Statt wenn es so Tage gibt, wo wir die ganze Zeit auf die Uhr schauen und sagen, oh, jetzt ist schon wieder erst 10 Minuten rum. Sie kennen das. Und es gilt auch für das Gebet. Sich ganz hineinzubeten, sich hineinzuverlieren in die Gegenwart Gottes. Das ist etwas von dem, was Jesus hier meint. Und das können wir an den unterschiedlichen Stellen der Nachfolge tun, in den unterschiedlichen Graden der Nachfolge. Aber manchmal denke ich, vielleicht wären die Probleme der Kirche hierzulande schneller zu lösen, wenn wir öfter ins Evangelium schauten und eben nicht das tun, was Jesus verhindern will, dass wir permanent um uns selber kreisen. Oder dass wir sagen, ach, Nachfolge, engere Nachfolge, andere Nachfolge. Nein, wir erklären jetzt einfach mal die ganze Welt zur Nachfolge oder ist ja egal, was man darunter versteht. Aber das entschärft das Evangelium. Es gab immer Menschen, liebe Schwestern und Brüder, die nicht nachfolgen wollen. Aber dann sind wir manchmal mit unseren blöden Schubladen so schnell und sagen, ja, das sind die, die in die Hölle kommen. Wer euch nur von denen ein Glas Wasser gibt, der kommt nicht um seinen Lohn. Ist das nicht ein großartiges Wort? Auch für die, die draußen sind? Und die wir jetzt nicht einfach in einem Synodenbeschluss alle für drinnen erklären oder wir erklären uns selber für draußen? Was ist das für ein Blödsinn? Das Evangelium ist so hilfreich, liebe Schwestern und Brüder. Das Evangelium ist so erfrischend, dass wenn wir es nur ernst nehmen, wir heute als Kirche anders daständen, auch mit unserem persönlichen Glauben. Lassen wir uns von diesem Wort, das die Kraft hat bis zum Ende der Zeit, lassen wir uns inspirieren und unser trockenes Leben befruchten.